In Bochum wurde gestern für die Verleihung der 1Live-Krone der rote Teppich ausgerollt. Die Stars posierten bei Eiseskälte. Aber was tut man nicht alles für ein Krönchen? Bei minus 7 Grad und leisen Schneeflocken zeigten sich die Sternchen ganz luftig. Die wirklichen Stars hatten das nicht nötig. Siehe Lena, die packte sich ganz zünftig ein und konnte deshalb auch fleißig Autogramme schreiben. Auch der Graf von Unheilig hat sich viel Zeit genommen für seine frierenden Fans. Ich glaube, die stehen schon seit 2 Uhr da und wir haben jetzt, wenn ich nicht, wir haben jetzt 7 Uhr, das sind 5 Stunden im Schnee bei Kälte. Also die sind da richtig so dran. Die Jungs von Fettes Brot zeigten sich ganz im ZDF-farbenen Orange. Respekt, gut gekleidet, gute Farbe. Frei nach dem Motto, mit Orange sieht man besser. Und die Herren in Orange räumten fett ab. Zweimal gekrönt als beste Band und als bester Live-Act. Keine große Überraschung, Grand Prix-Gewinnerin Lena konnte auch noch 2 Kronen mit nach Hause nehmen. Ein Krönchen gab es auch für die Senioren der Branche. Fanta 4 jubelten über die Trophäe für das beste Album. Den Sonderpreis in diesem Jahr bekam Lena-Mentor Stefan Raab. Und wir verleihen auch noch ein Sonderkrönchen für die fleißigsten Autogrammeschreiber. Und das geht eindeutig an Lena und den Grafen.